Herzlich willkommen auf meinem Kanal. So, hier muss ich wieder aufpassen. Hier ist nämlich Kreuzung. Ach ne, ich wollte links fahren. Ich wollte links fahren, bieg aber rechts ab. Ja. Kann passieren. Kann passieren. Jetzt fahr doch mal. Okay, meine Reifen sind definitiv platt. Definitiv. Ich fahr einkaufen. Und ja. Aber ich wollte auch über ein Thema mit euch sprechen. Über ein bestimmtes Thema. Und zwar geht es um die YouTube-Kanal Mitgliedschaft. Ich wollte das jetzt anbieten. Ich hätte das auch schon vorher längst schon anbieten können, aber ich dachte mir, okay, was für einen Mehrwert kann ich euch dadurch bieten? Also wenn, dann würde ich natürlich die günstigste Kanalmitgliedschaft anbieten. Ich glaube, die ist aktuell bei 99 Cent. Ja, aber ich bin halt so, man bezahlt ja etwas für, also man bezahlt Geld für etwas und im Gegenzug erhält man ja was, ja. Und ich habe mir halt dann überlegt, ja, was könntet ihr von mir dafür bekommen? Und lange Zeit habe ich halt so gedacht, ja okay, üblich ist es dann halt, dass man halt Videos, dass die Mitglieder dann halt, die das dann bezahlen, die dann Videos zum Beispiel vorher gucken können. Aber das mache ich ja nicht. Ich mache meistens ein Video spontan, wie jetzt gerade, und lade das dann direkt hoch. So. Also momentan kann sich natürlich auch ändern. Ne? Oh, guck mal, wie schön die Wolken sind. Ich bleib mal kurz hier. Okay, jetzt hat sich mein Mikrofon verabschiedet und deswegen rede ich jetzt so weiter. Ja, also ich will jetzt die günstigste Variante anbieten, 99 Cent. Aber eins vorweg, ich möchte auf keinen Fall, dass sich irgendjemand oder so übernimmt. Macht das wirklich dann auch nur, wenn ihr das wirklich wollt und wenn ihr auch könnt. Aber wenn ihr das nicht wollt oder so, fühlt euch überhaupt gar nicht gezwungen, das zu machen. Es verändert sich im Grunde auch nichts, wenn ihr es nicht macht. Das wollte ich nochmal vorweg sagen, aber ich wollte es trotzdem, weil erstmal die Möglichkeit besteht, weil es halt auch YouTube einfach anbietet. Gedoppelt gemoppelt jetzt. Okay, was habt ihr jetzt davon, wenn ihr Mitglied seid? Zum einen, ich werde öfter darauf achten, dass ich Videos dann vorher hochlade, aber nicht veröffentliche, und diese Videos können dann nur die Mitglieder sehen. Zuerst, und später veröffentliche ich sie dann, aber die Mitglieder sehen sie halt zuerst. So, der Hauptaspekt aber ist, dass ich die Einnahmen von dieser Mitgliedschaft dann in Projekte stecken könnte, wie es eigentlich die meisten auch so machen. Das heißt, ich könnte das zum Beispiel zur Seite legen und dann könnte ich halt wirklich spannende Projekte machen. Und ich habe mir das dann halt so vorgestellt, dass ich dann auch mal zwischendurch Umfragen mache. Ja, worauf habt ihr Bock? Was soll ich machen? Ob es jetzt irgendwie ein Bastlerroller ist oder ob es irgendein Tuning-Projekt ist oder. Das würdet ihr dann bestimmen, ne? Anhand dieser Umfragen und so weiter. Ne? Sowas würde ich dann halt machen. Also so eine generelle Umfrage zum Beispiel, worauf habt ihr Bock? Was soll ich machen? Ne, sowas. Und dann kann man das ja noch weiterhin spezialisieren, wenn die Umfrage heißt, soll ich ein Bastlerroller-Projekt machen? So, dann mache ich die weiterführende Umfrage, was soll ich genau machen? Oder zum Beispiel, welchen Auspuff soll ich testen? Oder welches spezielle Werkzeug soll ich mal austesten? Und so weiter und so fort. Ne, also im Grunde habt ihr das in der Hand, was ich dann in diesen Projekten mache. Das ist halt so der Hintergrund. Und ich habe halt bewusst den geringsten Betrag ausgewählt. Die Videos werden dann natürlich aufgewertet und ich versuche dann halt auch die Videos dann halt dadurch dann aufzuwerten, damit ihr auch mehr Spaß habt, die Videos zu sehen und vor allem auch dann Sachen zu machen, die euch dann auch wirklich interessieren, die euch aktuell auch beschäftigen, wenn es um irgendwelche Sachen geht, die ich dann zeigen soll, Projekte. Und ich finde das eigentlich eine gute Idee. Ich denke, ich hätte auch Freude dran, weil so habe ich dann nämlich die Möglichkeit, auch Sachen zu machen, die ich sonst nicht machen würde,
weil ich quasi entweder nicht das Geld dafür parat habe oder sonst was. Wichtig ist mir halt Transparenz. Ich möchte hier niemanden übers Ohr hauen oder sowas, weil wenn man was bezahlt, soll man was zurückkriegen, auch wenn es nur 99 Cent. Und das ist mir halt wichtig, ganz wichtig für mich auch, es ist absolut kein Muss. Ihr müsst es überhaupt nicht machen, ich biete es einfach nur an. Ich bin halt gespannt, was dann daraus sich entwickeln wird. Und mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ja, so Kleinigkeiten wie zum Beispiel Beiträge, die dann halt eventuell auch nur für Mitglieder sind. Natürlich werde ich dann auch sowas erstellen. Ich werfe diese Idee jetzt einfach nur mal in den Raum. Ich schaue jetzt einfach auf euer Feedback, was ihr darüber denkt, was ihr davon haltet. Ich möchte damit jetzt auch in dem Sinne kein Profit oder sowas machen. Ich bin gespannt, was haltet ihr von der Idee? Findet ihr die Idee gut? Ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich beende das Video und ich sage und hoffe, bis zum nächsten Mal. Ciao.